Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Computerclub. Wolfgang, wir haben es geschafft, die zweite Hitparade zu erobern. Seit 1989 sind wir ja Hitparadensieger in BTX. Und jetzt sind wir in der Bestsellerliste für CD-ROMs. Ja. Also erobern, wir sind eingedrungen. Auf Platz 7 ist aber immerhin respektabel, aber erobert haben wir es noch nicht ganz. Warten wir mal nächsten Monat. Ja, bis Platz 1, da müssen wir die D-Info verdrängen, die ja nun wahnsinnig verkauft wurde. Ja. Aber vielen Dank auf jeden Fall allen Zuschauern, die uns das Vertrauen geschenkt haben, die sich die Sendung auch auf der CD noch einmal anschauen wollen. Diese Sendung ist vollgepackt mit Themen. Wir müssen uns beeilen. Ja, das erste Thema, wenn Sie hier auf diesen Zettel drauf schauen, da steht Software zum Staunen. Und genau das habe ich auch getan. Ich habe gestaunt, als ich diese Software gesehen habe. Wir haben darüber gesprochen. Das darf eigentlich nicht wahr sein. Die tut nichts, diese Software. Jedenfalls nicht das, was sie soll. Sie soll nämlich im Speicher per Software diesen Speicher verdoppeln oder gar noch mehr machen als das Doppelte. Aber das passiert nicht. Wie das funktioniert, warum es nicht funktioniert, sprechen wir nachher in der Sendung drüber. Dann ein Thema, Datenübertragung im D-Netz. Ja, seit 100 Jahren benutzen wir das Telefon, so seit 15 Jahren kommen so die Modems dran, so Datenübertragung beim analogen Telefon. Im D-Netz hätte man natürlich auch gerne Daten übertragen, war immer sehr kompliziert. Nun gibt es einige neue Möglichkeiten und wir wollen einige in der Sendung davon zeigen. Vielleicht hat der eine oder andere bei Ihnen zu Hause einen Gartenzwerg. Ich habe hier einen Kartenzwerg. Kartenzwerg deswegen, weil dieses kleine Gerät Karten lesen kann, zum Beispiel solche Telefonkarten, und kann Ihnen sagen, für wie viel Geld Sie da noch telefonieren können. Oder weil es auch Karten lesen kann, die Sie benötigen, um im D-Netz zu telefonieren, die organisieren und umprogrammieren kann. Mhm. Aber auch davon zeigen wir anschließend noch mehr. Ja, totgesagt, erleben länger oder stehen sogar wieder auf. In den 80er Jahren war unser größter Freund der C64, der Commodore 64. Dann kam der Amiga. Dann ist die Firma Commodore pleite gegangen und jetzt kommt er wieder, der Amiga. Da steht sogar einer hier bei uns im Studio. Die Firma Escom hat die Firma Commodore aufgekauft und hat jetzt den Amiga 1200 und 4000 wieder neu aufgelegt. Diese Geräte werden also wieder produziert. Es wird aber auch noch weitergehen. Unter dem Markennamen Amiga oder Commodore wird es also auch PCs geben. Aber mehr dazu wird uns sicherlich der Vorstandsvorsitzende von Escom, Herr Manfred Schmidt, sagen, mit dem du nachher sprechen wirst. Ja, und dann haben wir noch ein ganz, ganz wichtiges Thema mit dem Beginn der Beliebtheit der Online-Dienste. Internet ist ja in aller Munde. Treten jetzt auch so die ersten rechtlichen Probleme auf, die ersten juristischen Probleme auf? Wie sieht es aus mit dem Urheberschutz, mit dem Klauen, Cutten und Pasten? Wie sieht es aus mit Pornografie und Kinderschutz? Wie sieht es aus mit der Verbreitung von rechtsradikalen Parolen und so weiter und so weiter? Ich war bei unserem Bundesdatenschützer, habe ein Interview geführt. Sind Sie mal gespannt, gibt es demnächst eine Internetpolizei? Werden Cybercops irgendwann abhören, abhorchen, lauschen, was im Internet passieren wird? Was ist deine Meinung dazu? Ich sehe, dass es dazu kommen wird, aber dann wird es weitere, ganz neue Überlegungen geben, dass man auch den persönlichen Schriftverkehr, der mit Hand oder Maschine geschrieben ist, wahrscheinlich dann auch nicht mehr verschlüsselt mit Geheimwörtern übertragen darf, denn das wäre die logische Konsequenz daraus. Ja, wer weiß, was an Briefverkehr schon alles abgelesen wird heute. Wir haben dann noch einen Rechtsanwalt hier bei uns im Studio, der sich so ein bisschen wenigstens mit der großen Materie auskennt, denn so genau weiß das im Moment keiner. Das ist alles noch fürchterlich neu und die Juristen haben ihre Probleme, das alles richtig einzuordnen. Und noch etwas muss ich berichten, im Juni haben wir einen Bausatz angekündigt gehabt zum Empfang unseres Videodat-Signals, hier oben dieses geheimen Signals. Dieser Bausatz ging auch häufig raus. Die Leute haben ihn zusammengebaut und stellten dann fest, dass sie unsere Software nicht empfangen konnten. Und nach langer Zeit, muss man wirklich sagen, sind wir darauf gekommen, was da los ist. Es ist ein Bit vertauscht worden bei der Empfangssoftware. Und deshalb konnte das auch nicht funktionieren. Was machen wir jetzt? Wir nutzen natürlich die Telekommunikation. Gegen Ende der Sendung, die letzten 5 Minuten, dann werden Sie als normaler Videodat-Zuschauer Mist empfangen. Sie werden also komische Zeichen empfangen, denn da stellen wir unsere Sendesoftware um und strahlen ein falsches Signal aus, was aber wiederum von den Leitdecodern des Bausatzes verstanden werden kann. Und Sie erhalten damit ein kleines Programm, etwa 10 Kilobyte groß, das Sie dann aufrufen und dieses Programm ändert dann in der normalen Exe, in der normalen Empfangssoftware ein Bit und damit können Sie dann in Zukunft auch teilnehmen an unserem Videodat-Ausstrahlung. Ja, es tut uns leid, dass das passiert ist. Ein Bit verbogen, sollte eigentlich nicht passieren. Es ist passiert, aber wir wollen versuchen, das Ganze wieder zu reparieren. So, jetzt beginnen wir in der Sendung. Wir versuchen mal etwas zu verdoppeln. Ich glaube nicht so ganz, dass das funktioniert. In der Mac-Welt ist es schon seit vielen Jahren gang und gäbe, dass man ein Programm einsetzt, um den Arbeitsspeicher, der, das wissen Sie selbst, auf jedem Computer immer zu knapp ist, vergrößert.
Nun, wie kann man das überhaupt? Das ist eigentlich relativ einfach. Sie kennen diese Festplattenverdoppler. Da sitzt einfach ein Programm, da sieht sich die Daten an, komprimiert diese Daten und schreibt sie erst dann auf Platte. Natürlich mit einer bestimmten Organisation und Verwaltung, das gehört einfach dazu. Und natürlich kann man so etwas auch im Speicher machen. Wie gesagt, in der Mac-Welt funktioniert es. Nun kam dieses Jahr vor etwa 2 Monaten aus Amerika die Sensation, SoftRAM jetzt auch für den PC. Die Amerikaner haben gleich zugeschlagen, vollständig zugeschlagen. Das Ding ist innerhalb der ersten Wochen 800.000 Mal verkauft worden. Dann schwappte diese Welle nach Deutschland. Und in Deutschland haben sich dann 2 Distributoren, die aber in Amerika beim Hersteller gar nicht bekannt sind, nach meinen Informationen, darum gerissen, das im deutschen Markt zu vertreiben. Und ganz plötzlich stellte man fest, wir wollten es auch vorstellen, es war geplant, dass das überhaupt nicht funktioniert. Nein, wir bekamen eine Information von der Zeitschrift CT. Sie wissen, als Stammzuschauer, wir arbeiten ab und zu mit den Leuten zusammen. Und die haben uns dann geschrieben, hört mal, guckt euch das bitte noch mal genau an. Wir haben es getestet, das funktioniert nicht. Unter Windows 3.1 mag es gerade noch so einen kleinen Effekt haben. Unter Windows 95 überhaupt nicht. Wenn man unter Windows 95 in der DOS-Box ist, wegen der anderen Speicherverwaltung dort, hat es wieder einen kleinen Effekt. Aber wenn man zum Beispiel die richtige 32-Bit-Software nimmt, nutzt es gar nichts. Also, aufgeschreckt, auch eine große Kette, eine Firma in Deutschland, die dieses Produkt dann an den Endanwender bringen wollte, sehr erschrocken, hat es gleich vom Markt gezogen. Man muss sagen, dieses Geld, ich glaube fast 200 Mark sollte es kosten, wäre wirklich zum Fenster rausgeschmissen. Aber wie das manchmal so ist, plötzlich kam die Information, es gäbe ein zweites Produkt. Und dieses zweite Produkt fand natürlich dann unser Interesse und wir haben es getestet. Und da muss ich sagen, dieses Produkt funktioniert. Wie es funktioniert, möchte ich Ihnen zeigen. Nur noch ein kleines Wort. Quarterdeck ist hier der Vertriebspartner, das heißt derjenige, der es anbietet. Aber eigentlich ist dieses Programm von Landmark. Und Landmark hat ja nun seit Jahren in der Branche einen guten Ruf. Landmark ist übernommen worden von Quarterdeck. So, und jetzt schauen wir uns das auf dem Bildschirm an. Ich habe hier oben in dieser Zeile ein Tool installiert und da steht 25.322K. User 83%, GDI 72%. So, und wenn ich jetzt hier in mein Fenster gehe, das ist im Moment für Sie nicht zu sehen, aber ich starte das mal, dann bekomme ich in der Mitte des Bildschirms einen Balken und habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte dieses MagnaRAM Speicherkomprimierungsprogramm installieren, das heißt aktivieren. Nun wird Windows neu gestartet. Ja, die Speicherverwaltung auf dem PC ist vollständig anders, vor allen Dingen unter Windows als auf dem Mac. Deswegen konnte man diese Sachen nicht übertragen. Die Aktien, als das bekannt worden sind, des Herstellers in den Vereinigten Staaten, sind von einem Tag zum anderen, von einem Moment zum anderen um 20% gefallen. Und ich glaube, das ist auch so gerecht. Wenn man blauäugig so etwas in den Markt gibt, hat man es nicht anders verdient. Wir hier bei dem Testen des MagnaRAM, da kann ich Ihnen sagen, wir haben festgestellt, es arbeitet einwandfrei, es kommt eine Speicherverdopplung nicht in allen Fällen zustande, manchmal nur Faktor 1,6 oder so etwas, das ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Jetzt sehen wir, wie es sich meldet auf dem Bildschirm. So, und einen Moment später können wir dann oben in dieser Zeile wieder sehen, jetzt steht da 34.611, er rechnet noch ein bisschen rum, User 83% und GDI 73%. Sie sehen also, wir liegen hier ungefähr bei dem Faktor 1,4. Man kann diese Statistiken aber auch noch abfragen und ich bekomme hier gesagt, ziemlich weit unten auf dem Bildschirm, an dieser Stelle durchschnittliches Komprimierungsverhältnis 1,28:1. Das hängt natürlich jetzt wieder damit zusammen, dass ich viele komprimierte Daten bereits habe im Speicher und auf der Platte. Aber ich wollte Ihnen sagen, wie es funktioniert. Recht gut, ohne Probleme, ohne irgendwelche Abstürze. Ganz besonders bei großen Excel-Dateien macht es sich sehr positiv bemerkbar. Dazu kommt, dass dieses Produkt deutlich unter 100 Mark liegt. Ich glaube, so knapp 90 Mark oder so etwas soll es verkauft werden. Und damit ist es sicherlich ein Tool, was man sich antun darf, antun sollte, bevor man wesentlich mehr für teuren Speicher bezahlt. Also, wie gesagt, ich bin zufrieden, nur bitte, das SoftRAM hat keine Funktion, das nutzt Ihnen vor allen Dingen unter Windows 95 gar nichts, MagnaRAM tut es. Wir haben aber auch noch mit CT gesprochen, die werden das intensiv testen und ich glaube, in der nächsten Sendung können wir Ihnen dann noch viel präzisere Daten dazu liefern, was man hiermit machen kann und möglicherweise, wo auch die Grenzen von MagnaRAM sind.
So, viel erzählt zu einer Sache, einem Placebo in der Softwarebranche. Sowas hatten wir hardwaremäßig ja auch schon. Aber wir wollen zu dem Thema kommen, was Wolfgang Back angesprochen hat. Und zwar Dr. Joachim Jacobs, unser Bundesbeauftragter für Datenschutz. Das ist der Mann, den Wolfgang Back befragt hat, zu den ganzen Kriterien, zu den ganzen Problemen, die auf uns zukommen, wenn weiterhin diese Welt immer stärker vernetzt wird und wenn Internet gang und gäbe ist für jeden Computerbesitzer. Die Frage an Sie, die Online-Dienste, Internet, BTX und so weiter, beschäftigt Sie das auch? Es beschäftigt mich sogar sehr intensiv, weil das ist die Technik der Zukunft. Und die Technik der Zukunft hat natürlich breite Akzeptanz bei der Bevölkerung, davon muss man ausgehen. Das ist ja technisch interessant, das ist alles sehr bequem und man kann in Dialog in der ganzen Welt sozusagen führen. Aber es sind damit natürlich auch eine Vielzahl von datenschutzrechtlichen Fragen verbunden. Also hier geht es ja um die Rechte der Persönlichkeit des Einzelnen, der ein solches Netz nutzt. Und das macht mir schon auch große Sorgen, wie wir das rechtlich so geregelt bekommen, dass hier einigermaßen die Abläufe in der Zukunft vernünftig sein werden. Was mich jetzt mal interessiert, wie sieht es eigentlich aus mit der Verantwortlichkeit? Zum Beispiel in puncto Jugendschutz, Kinderschutz. Bisher war es ja so, es gab eine freiwillige Selbstkontrolle. Die hat gesagt, dieser Film, der ist wunderbar, freigegeben ab 12, ab 16. Nun im Internet muss man ja damit rechnen, dass 10-Jährige, 11, 12-Jährige alleine zu Hause vor dem Computer sitzen. Die Verantwortlichkeit liegt nicht mehr bei der FSK, bei der freiwilligen Selbstkontrolle. Die gibt es nicht im Internet, sondern die liegt bei den Eltern. Können die Eltern das? Also wir sind natürlich bei den Überlegungen, gerade was die Verantwortlichkeiten anlangt, deswegen noch am Anfang, weil man muss die Dinge vor folgendem Hintergrund sehen. Das Internet macht ja nicht an den Landesgrenzen Halt, was manches vereinfachen würde. Auch da wäre es sicherlich nicht ganz unkompliziert, gemeinsame Regelungen zu finden oder Verantwortlichkeiten festzulegen. Nur weil es ein weltweites Netz ist, genügen hier nationale Vorschriften im Wesentlichen weniger. Hier muss im Grunde genommen etwas gefunden werden, was allgemein akzeptiert wird. Ich glaube auch, dass die Verantwortlichkeiten, die sich mehr in den Elternbereich hinein verschieben werden, aus den von Ihnen genannten Gründen, vielfach von den Eltern gar nicht wahrgenommen werden können. A, weil sie möglicherweise die Technik gar nicht verstehen oder weniger gut verstehen als der 10- oder 12-jährige Sohn oder 10- oder 12-jährige Tochter. Und zum anderen, weil dieses Jahr vielfach durch die gesellschaftliche Umstrukturierung bei uns, dass Eltern vielfach tagsüber gar nicht zu Hause sind oder nur zeitweise zu Hause sind, völlig unkontrollierbar bleibt. Also brauchen wir eine Cybercop, eine Cyberpolizei, brauchen wir Leute, die im Internet recherchieren, ob da etwas Illegales passiert. Können Sie sich das vorstellen? Wünschen Sie so etwas? Wollen Sie so etwas einführen? Also, da ist natürlich mein Herz so ein bisschen hin und her gerissen. Denn auf der einen Seite glaube ich schon, dass sichergestellt werden muss, dass auf der einen Seite freie Kommunikation und freie Meinungsäußerung und teilweise auch anonyme Meinungsäußerung möglich sein muss im Internet. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass diese Technik natürlich missbraucht werden kann. Ich will mal einige Stichworte geben. Verbreitung von Kinderpornografie, Verbreitung von rechts- oder linksradikalen Gedankengut, Anleitungen zum Bombenlegen. All das ist ja im Internet schon passiert. Und hier meine ich, muss man auf der einen Seite abwägen, wie ist ein Staat bereit, auch ein demokratischer Staat bereit, Risiken, die mit einem solchen Netz verbunden sind, einfach zu tragen und wo sieht er die Grenzen überschritten? Es wäre sicherlich eine Möglichkeit, etwa stichprobenweise auch eine solche Datenautobahnpolizei, das haben Sie ja angesprochen, von demjenigen, der der Netzbetreiber ist oder der bestimmte Dienste anbietet, zu installieren, um einfach auch ein Damoklesschwert für diejenigen, die das Netz benutzen, zu schaffen, dass die Möglichkeit besteht, dass er sozusagen aufgedeckt wird und dann eliminiert wird. Wobei ich natürlich auch das Problem sehe, wie will man bei der Verzweigtheit letztlich überhaupt feststellen,
wo kommt die Information oder X oder Y überhaupt her? Zu Gast bei uns im Studio Herr Tobias Strömer, Sie sind Rechtsanwalt, kommen aus Krefeld von der Kanzlei Herzog Meyer Will, sind doch Spezialist für Online-Dienste, ich glaube einer der wenigen in Deutschland, der wenigen Juristen, die sich da so richtig auskennen. Sie haben selbst ein Modem auch und sind lange Zeit schon auf dem Surfen im Internet und in Mailboxen dabei. Sie haben es eben gehört, Internetpolizei, macht das Sinn? Aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, dass es weniger Not tut, die Leute aufzufinden, die im Internet oder im Cyberspace Rechtsvergehen begehen, als die Polizei und die Richter und die Leute, die damit betroffen sind, zu schulen. Aber wir haben doch neue Qualitäten. Das Ganze wird internationaler. Es sind Verantwortlichkeiten verschoben, wenn jetzt zum Beispiel rechtsradikale Pamphlete aus Kanada geholt werden, was passiert ist. Wo man weiß, dass es ein Deutscher ist, der die nach Kanada gelegt hat, nur ein anderer Kopf jetzt drauf ist und man holt sie nach Deutschland wieder zurück. Das ist doch neu. Das ist doch neu, dass man diese Internationalität jetzt hat. Internationalität an sich ist nichts Neues. Die Technik, die neue Möglichkeiten bietet, das ist natürlich was Neues. Sie werden der Leute, die solche Vergehen begehen, nicht habhaft. Juristisch kann man das Problem lösen, weil wer Propaganda in Deutschland verbreitet, der macht sie strafbar. Ja, aber packen Sie doch mal den Mann aus Kasachstan oder den Mann aus dem Sudan und dennoch passiert es hier. Das ist, Herr Back, ein grundsätzliches Problem. Sie kriegen häufig die Leute nicht, Sie kriegen auch nicht alle Autoaufbrüche in Deutschland aufgeklärt. Also der Jurist sagt, man muss damit leben, wir müssen das sich entwickeln lassen. Aber nun passieren ja auch diese angesprochenen Sachen, dass so plötzlich im Kinderzimmer irgendwelches abgerufen werden kann, ohne Kontrolle der Eltern. Muss der Jurist nicht sagen, also wir müssen da gucken, dass das nicht passiert, denn wir haben ein Kinderschutzgesetz. Es kommt darauf an, Verstöße gegen bestehendes Recht, gegen Kinderschutzgesetze oder wie es ja immer wieder vorkommt, gegen Strafgesetze im Bereich der Pornografie, die müssen natürlich verfolgt werden oder wir müssen die Gesetze ändern. Den Eltern kommt sicherlich viel Verantwortung zu, auch in diesem Bereich. Den Juristen kommt die Verantwortung zu, sich Mechanismen zu überlegen, wie man diese Leute, die solche Informationen in Kinderzimmern verbreiten, wie man die kriegt. Also müssen wir doch, wenn so etwas, um wie ein Beispiel zu nehmen, jetzt aus dem Sudan kommt oder aus Kasachstan, fällt nichts Besseres ein, die müssen doch dann mit einem internationalen Recht gepackt werden können. Brauchen wir ein neues internationales Internetrecht, das abgestimmt ist auf diese Internationalität? Wir werden ein solches Recht bekommen, relativ schnell, weil die Entwicklung hier schnell vorangeht. Schnell heißt für den Juristen 20 Jahre? Oder? Sicherlich nicht 20 Jahre in dem Bereich, in manchen anderen Bereichen ja. In dem Bereich rechne ich mal mit 2-3 Jahren. Wir werden aber in dieser Übergangszeit, in der auch dieses Recht dann nur partiell geregelt werden kann, werden wir mit dem bestehenden Instrumentarium zurechtkommen müssen. Und das kann man auch ganz gut, wenn man sich bemüht. Nun gibt es ja bei manchen Mailbox-Betreibern, die ja auch in die Online-Szene mit hineingehören, so ein bisschen Angst, dass alles verboten werden soll, dass man immer gepackt werden kann, weil man ja Betreiber ist einer solchen Mailbox und Aussender von Informationen ist. In Bayern ist so einiges passiert, da hat man Mailboxen ausgehoben, das waren zum Teil ja harmlose Leute, die so etwas gemacht haben. Müssen die jetzt damit rechnen oder muss man als Internetbenutzer auch damit rechnen, dass man von den Juristen irgendwo habhaft gemacht wird? Die Befürchtung, die da tatsächlich gehegt wird, die teile ich nicht, weil wir die Mailbox-Betreiber sehr wohl auch abschätzen können, was ist strafbar und was nicht. Pornografie zum Beispiel macht die Runde zurzeit, wenn ich mir bei RTL um 23 Uhr angucke, was da über den Bildschirm flimmert und das vergleiche mit dem, was ich auf der Platte habe, dann werde ich sehr schnell mir einen Eindruck davon verschaffen können, was auf die Platte gehört und was nicht. Und dann muss ich das, was, von dem ich glaube, was es runter muss, eben runternehmen. Nun ist das Internet, um nochmal zurückzukommen, natürlich auch im Begriffe, nun irgendwelche verstärkt kommerzielle Anwendungen zu finden. Dass ich mit meiner Kreditkarte in Amerika mir ein paar Stiefel bestellen kann, weil ich die im Bild gesehen habe, werden geliefert ohne die Nieten, die im Bild waren. Jetzt gehe ich hin und sage, ich bin betrogen worden, die Nieten sind nicht dabei, was mache ich jetzt? Dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als wie im wirklichen Leben auch in Amerika zu klagen und Sie laufen dann Gefahr, dass der Vertrag, den Sie geschlossen haben, amerikanischem Recht unterliegt. Was übrigens nichts Neues ist, wenn Sie zum Beispiel die Computer-Verträge oder MSN-Verträge angucken, die und das zulässigerweise amerikanischem Recht unterstellt werden. Und dieses Recht gilt auch bei uns genauso wie in Amerika oder brauchen wir nicht doch ein neues Recht, wenn Sie, ein Internetrecht? Wenn Sie umgekehrt den
Verkäufer haben, der gegen Sie als Käufer auf Zahlung klagt, dann wird der sich nach Deutschland begeben müssen und dann wird der deutsche Richter gleichwohl amerikanisches Recht anwenden. Und da wir hier im Bereich des Zivilrechts sind, ist das eine Sache, die der deutsche Richter eigentlich kennt und mit der er in vielfacher Weise zurechtkommen muss. Denken Sie an die Scheidung von, zwei türkischen Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland. Da wendet der deutsche Richter türkisches Scheidungsrecht an. Also es ist keine neue Qualität. Verkäufe finden auch jetzt zwischen Vertragspartnern aus zwei verschiedenen Staaten statt. Es könnte nur dazu kommen, dass neue Partner dazu kommen, die plötzlich in Ghana sitzen oder die in Australien sitzen, die ganz woanders sitzen. Und da müsste der deutsche Richter auch dieses Recht anwenden? Muss er sich da einarbeiten, das ghanesische Recht? Muss er heute auch schon, er muss es demnächst vielleicht in verstärktem Maße, wenn denn mal tatsächlich Geschäfte in nennenswertem Umfang über das Netz betrieben werden. Und er hat dazu Instrumentarien, mit denen er da zurechtkommen kann. Es gibt Gesetzessammlungen, es gibt Gutachten, wenn alle Stricke reißen. Im Übrigen können die Parteien selbstverständlich auch in Netzen die Anwendbarkeit eines bestimmten Rechts vereinbaren. Das heißt, ich kann auf solche Fälle das Recht der Bundesrepublik Deutschland als anwendbar vereinbaren. Ich glaube, wir sind einig, dass mit dem Internet neue Qualitäten kommen. Und wünschen Sie sich eigentlich, dass Ihre Kollegen da auch mehr wissen darüber? Denn ich glaube, nicht jeder Rechtsanwalt weiß, was ein Modem ist und weiß, wie man im Netz surft und was man da eigentlich alles machen kann. Wir sprechen da nicht nur von den Anwälten, sondern natürlich auch von anderen Rechtsanwendern, insbesondere von Richtern. Und mir würde es die Arbeit schon wesentlich erleichtern, wenn ich Richtern auf einfachere Art und Weise erklären kann, worum es geht, wenn ich von PGP spreche oder von GIF-Dateien. Ja, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Das war nicht das letzte Mal, dass wir über juristische Probleme reden mussten. Es geht jetzt weiter in der Sendung mit Wolfgang Rudolph. Der steht da an einem Telefon. Steht ich gut? Ich hänge am Telefon. Das ist noch viel, viel schlimmer. Ja, aber in Wirklichkeit telefoniere ich gar nicht. Ich wollte Ihnen eigentlich nur zeigen, so sieht es heute aus. Sie gehen über die Straße, überall wird telefoniert. Ist es gut, ist es schlecht? Es gibt Feinde davon. Aber ich glaube, es ist ein ganz legitimes Bedürfnis der Menschheit. Sonst hätte sich dieses Telefon nicht so weit und vor allen Dingen so schnell verbreitet. Mehr als telefonieren, das hat sich der Entwickler dieser Telefones, dieses Netzes, dieses D-Netzes im Vorrein schon gedacht. Das heißt, viele Entwickler haben ja daran mitgewirkt. Die haben gesagt, wir übertragen ja diese Information digital, das heißt auch Sprache wird umgesetzt in Computersignale und wenn das einmal soweit ist, natürlich kann ich dann auch richtige Computerdaten übertragen, weil die ja genauso aussehen. Das Netz kann sie eigentlich kaum unterscheiden, wenn man es nicht bewusst darauf anlegt. Ja. Wenn ich hier Daten übertragen will, da gibt es SMS, diesen Kurznachrichtenservice, der eingeführt worden ist jetzt und mittlerweile funktioniert. Da muss ich also hier über diese kleinen Tasten da, muss ich so ganz fürchterlich merkwürdig meine Buchstaben eingeben, Groß- und Kleinschreibung. Es ist also schrecklich. Wenn man das machen will, okay, man kann sich auch Kurznachrichten speichern und sie dann später versenden, geht alles. Bei dem anderen erscheint es auf dem Display, sehen wir gleich, dass es einfacher geht. Da hat der Hersteller des Telefons hier unten eine Buchse oder einen Stecker, kann ich gar nicht unterscheiden. Vielleicht ist es ein Twitter eingebaut und ich kann hier das Gegenstück draufstecken, so, und stelle das jetzt mal hier vor den Bildschirm. Jetzt muss ich mal sehen, ob das auch richtiger zu erkennen ist. Ja, vielleicht ein bisschen so. Ja, und jetzt rufe ich ein Programm auf, starte eine Software und Sie sehen, es sieht genauso aus. Und es funktioniert auch genauso. Alles, was ich hier auf dem Bildschirm per Mausklick eingebe, zum Beispiel diese Telefonnummer, die erscheint auch auf dem Display. Und wenn ich jetzt sage wählen, dann macht er das auf dem Bildschirm und auf dem Display des Telefons. Ich kann es genauso gut auch wieder abbrechen. Ich kann Speicher aufrufen, ich kann Telefoneinstellungen durchnehmen, all das. Bisher waren solche Sachen relativ teuer. Nun gibt es hier eine preiswerte Lösung. Sie sahen eben den Stecker, da geht ein Kabel an die serielle Schnittstelle des Rechners, die Software dazu und das ganze Paket kostet 150 Mark. Ich kann damit aber noch mehr machen. Es ist genauso mühsam, wie Texte einzugeben, natürlich auch Telefonnummern einzugeben. Und wenn Sie auf den Bildschirm schauen, ich schalte jetzt hier mal um, und zwar auf Telefonbuch. So sieht das aus. Jetzt habe ich also hier ein sehr kleines Telefonbuch und kann diese Einträge editieren. Doppelklick darauf bringt mir jetzt so eine Maske. Da kann ich sagen, Computerclub, Rufnummer. Test brauchen Sie nicht anrufen, ist keine richtige. WDR und so weiter und so weiter, kann persönliche Informationen dazu geben. Aber nur hier oben, dieser Teil, diese ersten beiden Zeilen, die werden auch im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Ich kann wieder rausgehen, ich kann diese Sachen löschen. Ich kann, wenn ich eine kleine Firma habe, das zu Hause am Computer vorbereiten und kann es dann allen Vertretern in ihr Telefon hineinspeichern, ohne mühsame kleine Arbeit. Das ist eine Lösung von Nokia. Von Nokia haben wir auch einen Studiogast da, Herr Heinemann. Sie sind hier mit diesen Sachen hauptberuflich beschäftigt. Macht das Spaß, mit so Telefonen zu arbeiten?
Das ist eine Technik, die sich jetzt seit einem Jahr rasend entwickelt und man ist immer bei Neuigkeiten dabei. Es ist unglaublich interessant. Okay, ja, so ungefähr wie auch mein Job. Wir haben hier zwei Telefone liegen. Ich darf mir mal das eine nehmen. Ja. So, und jetzt wollen wir einfach mal zeigen, SMS, wie funktioniert das? Sie schicken mir irgendeine Nachricht, hoffentlich was Nettes und nichts Böses. Ich zeige mal, mein Display im Moment ist leer. So, und bei Ihrem haben Sie eine Nachricht vorbereitet? Ich habe jetzt hier schon eine Nachricht vorbereitet. Schöne Grüße vom WDR Köln. So, jetzt möchte ich das auch bei mir haben. Die sende ich jetzt über die Tastatur ab. Das dauert etwa 10 Sekunden, bis die Nachricht beim Empfänger ankommt. Einfach jetzt auf meine Rufnummer, ja? Einfach auf die Rufnummer. So, als würde ich jemanden anrufen. So, da ist die Kurzmitteilung erhalten. Jetzt muss ich sagen, zeigen. Jetzt sagt er eine Kurzmitteilung und jetzt dauert es einen Moment. So, und jetzt kann ich hier drauf drücken und da ist sie in meinem Display. Schöne Sache, das ist der Tod von Cityruf oder ist es nicht so zu sehen? Es ist noch viel weitergehend. Es ist eine Lösung, die sich im transportierenden Gewerbe anbietet, um Positionsdaten zu übermitteln, um Lieferdaten zu übermitteln. Das heißt, für die ist es eigentlich die Kommunikation, die sie überhaupt nur bräuchten. Das heißt, die Ideen kommen wahrscheinlich erst, wenn die Anwendung sich mal so breit gemacht hat am Markt. Wenn ich mehr will, wenn mir diese 160 Zeichen, die ich maximal übertragen kann, nicht ausreichen, ich will größere Dateien übertragen, Telefax übertragen, gibt es eine andere Lösung. Wir haben hier eine PCMCIE-Karte liegen. Die kostet mit Anschlusskabel und der Software dazu so um die 1140 Mark. Relativ teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was kann ich jetzt damit machen? Alles das, was ich mir wünsche im Telekommunikationsbereich? In dem Moment haben Sie ein mobiles Büro. Das heißt, alles, was mit Faxgeräten heutzutage üblich ist, ist möglich. Ich kann jede Standardsoftware verwenden, die mit einem AT-Highest-Modem umgehen kann. Damit also auch Faxen, Daten übertragen, Internet. Wir sollten jetzt mal eine Faxübertragung starten. Das dauert ein bisschen. Wir wissen, dass mit 9.6 ist man nicht unbedingt unter den Rennpferden. Aber G3-Modus ist ja, ja ein bisschen antiquiert, muss man sagen. Da gäbe es bessere. So, Sie schließen also jetzt Ihr Telefon an den... Ja. Also, Sie müssen das eigentlich doch hier anschließen, oder? Eine Sekunde, ich muss mal kurz die Rufnummer raussuchen, denn... Die ist natürlich auch gespeichert. Wir wissen, wir haben da Speicher drauf. So, jetzt wird also die Übertragung gestartet. Auf dem Display des Computers können wir eine Maske erkennen. 706. Das ist jetzt die Rufnummer. Jetzt starten so. Und das, was wir im Hintergrund sehen, diese Grafik und über der Grafik, das können Sie nicht erkennen, ist noch ein kleiner Text, so eine Zahlenkolonne. Das wird ebenfalls mit übertragen. Das Flimmern, das liegt hier nicht jetzt an Ihrem schönen Notebook, sondern das sind Interferenzen zwischen Kamera, Bild, Auflösung und so weiter. Ja, wer braucht das? Ist das die Telefonzelle, die ich eigentlich zu schwer zu tragen habe, die ich für unterwegs mitnehmen kann? Ich meine, noch ist die Lösung ja relativ groß. Wir stellen uns da auch schon noch wesentlich kleinere Sachen vor. Aber im Prinzip habe ich doch jetzt mit relativ wenig Aufwand mein Büro nach draußen verlagert. Ich kann mir Faxe nachschicken lassen. Ich kann mir Dateien zuschicken lassen, wenn mir irgendeine Statistik fehlt. Wenn mir irgendwas fehlt, kann ich mir das nach draußen zum Kunden. Also jeder, der häufig unterwegs ist, Vertreter, Außendienstler und so weiter, die also ihren Beruf quasi unterwegs ausüben, die sind damit ausgestattet. Empfangen, Faxe empfangen kann ich auch. Selbstverständlich. Wenn mein Computer ausgeschaltet ist, sind sie verloren? Die werden dann, so ist es geplant, bei GSM im Netz gespeichert. Das heißt, es gibt eine Fax-Mailbox, wo die Daten abgelegt werden. Und sobald ich wieder eingebucht bin, sobald ich wieder Faxe empfangen kann, kann ich die auch abrufen zu meinem PC. Gut. All das funktioniert noch nicht in jedem Netz, noch nicht überall, aber im Laufe des nächsten Jahres soll es wohl flächendeckend sein, aber dann noch nicht flächendeckend in Europa. Ja, bis Ende 95 wird sich die GSM-Technologie schon ein wenig angeglichen haben. Da werden die europäischen Nachbarn auch nachziehen. Das heißt, Anfang 96, so zur CeBIT, schätze ich schon, dass diese Dienste europaweit verfügbar sind. Wir werden sehen, ob dann die ersten Leute mit ihrem Notebook unterm Arm herumlaufen und das Handy in der Westentasche haben und dann laufend Faxe empfangen. So, das haben wir jetzt empfangen. Das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Die Grafik erkennen Sie wahrscheinlich wieder. Einmal einen schönen Dank, dass Sie da waren. Das ist ein neuer Schritt, diese Netze so zu nutzen, wie man sie gedacht hat. Ich bin gespannt, was eigentlich da noch alles kommt. Ich freue mich auch auf die Zukunft. Jetzt kommen wir zum Altertümchen. Sollten Sie mal zuhören. Und zwar Wolfgang Back hat seinen alten Computer mitgebracht. Ob es seine alte Liebe ist, weiß ich nicht. Aber wir sollten mal sehen, was er da drüben stehen hat. Ja, zumindest läuft bei mir ein Geschichtsfilm ab. 10 Jahre zurück. Die Welt der Computer bestand damals aus Apple, aus dem C64. Es gab schon ein paar PCs, CPM als Betriebssystem, alles uralt.
Und damals kam 85 der Amiga 1000 zu uns. Und es war ein toller Rechner damals. Und jetzt gibt es ihn wieder. Eskom hat Commodore gekauft. Und der Amiga 1200 ist jetzt plötzlich wieder im Studio. Wir machen keine Geschichtssendung. Das ist kein alter Rechner, das ist ein neuer Rechner. Und weil er gerade mal so hoch steht, ich halte mal so, kippen noch etwas weiter. Schauen Sie erst mal hier, wie der ausgestattet ist. Sieht unscheinbar aus, fast wie eine Tastatur. Aber wenn man hier hinten sieht, da sind alle Schnittstellen drauf, die man braucht. Da ist auch ein Anschluss direkt ans Fernsehgerät, serielle, parallele Audioausgänge, Videoausgänge. Und auf der Seite hier, auf dieser Seite, haben wir auch noch ein Diskettenlaufwerk. Ja, es ist also ein vollkommener Computer. Und man muss, glaube ich, erstaunt sein, wenn man hört, dass es damals schon der Vorgänger, der Tausender, ein 32-Bit-Betriebssystem gab. Das heißt also, es war damals schon vor 10 Jahren Multitasking möglich, da wo Microsoft und Intel erst heute hinkommen. Nun, der Amiga hat immer so ein Leben geführt, an unserer Sendung vorbei. Wir haben also niemals so den richtigen Kontakt gefunden. Warum, weiß man eigentlich gar nicht mehr. Es gibt da sicherlich verschiedene Erklärungen, aber ich hatte jetzt die Möglichkeit, mich etwas näher damit zu befassen. Und ich habe ganz große Probleme gehabt, erstmal den Einstieg zu finden, erstmal an das Gerät heranzukommen, erstmal, wenn ich ihn auspacke, an das Fernsehgerät anzuschließen, dann umzukonfigurieren, damit er dann auf einem Monitor läuft und so weiter und so weiter. Ich habe Hilfe gebraucht, Hilfe gehabt, um es innerhalb kurzer Zeit bekommen zu können, das, was ich wollte, nämlich Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, all diese Dinge, die ich vom PC her kenne, all das kann er auch. Er ist wohl nicht das Gerät, das ich ihn als Profigerät irgendwo in ein Schreibbüro hineinstelle, aber für jemanden zu Hause, für einen, der persönlich mit seinem Computer arbeiten will, das ist eigentlich der persönliche Computer, so empfinde ich es zumindest. Und ich kann zumindest so nachempfinden, was auch dem Amiga-User im Kopf oder vielleicht auch im Herzen herumgeht, wenn er über sein Gerät spricht und wenn die vielen Leute traurig waren, dass er eben nicht mehr da war. Er ist wieder da und wir haben noch jemanden hier. Herr Baudin, Sie sind nun, das muss man ganz klar sagen, von Amiga-Technologie. Das ist, wie hängt das mit Commodore zusammen? Können wir das mal, Commodore ist ja eigentlich die Firma, die den Rechner hergestellt hat. Commodore ist von Eskom übernommen worden und jetzt gibt es eine Firma, die heißt Amiga. Genau, richtig, wurde von Eskom im Mai gegründet, um die, den Amiga wieder auf den internationalen Markt zu beleben. Das ist jetzt das gleiche Gerät, so wie wir es kennen, wie es Anfang der 90er Jahre auf den Markt kam. Das sind jetzt Nachfolgemodelle. Der A1200 kam 1993 auf den Markt und dann gab es auch den A4000. Und dieses Gerät, so wie wir es hier haben, wird jetzt weiter produziert. Wir können es also kaufen. Es werden dieses Jahr, meine ich gehört zu haben, noch um die 80.000 Stück produziert, die auch schon verkauft sind. Ja, wir haben da einen Riesenerfolg. Ich meine, die Leute freuen sich auch, dass es einen Rechner wieder zu kaufen gibt. Und wir haben geplant, dieses Jahr 100.000 A1200 abzusetzen. Das Gerät, so wie es hier steht, mit dieser 170 Megabyte Festplatte eingebaut, Diskettenlaufwerk, es ist ja quasi aus PC-Sicht gesehen eine Soundkarte drin, eine Grafikkarte drin und was alles so dazu gehört. Das kostet komplett knapp 1000 D-Mark, inklusive Software. Da ist Tabellenkalkulation, Textverarbeitung dabei, alles, was man so auf dem Rechner eigentlich braucht. Richtig. Was macht eigentlich der typische Amiga-Anwender, der seinen persönlichen Computer zu Hause, was macht er damit? Der schreibt ab und zu mal einen Brief, gut, und rechnet vielleicht auch mal eine Hypotheken für sein Haus aus. Aber ist es das? Es gibt viele, die auch programmieren, also richtige Amiga-Freaks. Sie kennen ja vielleicht auch die Demoszene, da gibt es ja wunderschöne Produktionen. Zu dem Thema gibt es auch eine Software, mit der das sehr viel leichter geht. Die heißt Scala MM300. Damit kann man animierte Publikationen, also irgendwelche Shows oder so etwas erstellen? Das ist ein Authoring-System für Multimedia. Da können Sie ganz leicht Demos erstellen, animiert mit Sound. Wie Sie es gleich sehen können, ich zeige es Ihnen mal. Klick auf Start, dann haben Sie hier zum Beispiel dieses Demo läuft ab. Da können Sie die Menüpunkte anwählen. Wähle ich dieses hier zum Beispiel mal an. Und dann kommt mit Sound eine Animation. Das wurde alles vorher mit Scala vorbereitet. Sie sehen hier schöne Übergänge zwischen den verschiedenen Bildschirmen. Text erscheint auch im Scrolling, butterweich und wunderschön. Ja, man muss dazu sagen, grundsätzlich ist das ja schon als Softwarepaket mit integriert. Das kann man also so nutzen. Ein bisschen mehr Speicher würde sicherlich Not tun dabei. Aber das ist im Preis enthalten vom Gerät. Es ist sehr einfach zu programmieren. Man macht es interaktiv am Bildschirm, sieht sich das an, was passiert und hat innerhalb von Minuten eine solche Geschichte fertig. Genau. Eine Sache, die ich mir am PC eigentlich auch wünschen würde. Nun hat der, Sie haben es angesprochen, einen großen Bruder. Das ist der Amiga 4000. Den haben wir hier auf diesem Tisch stehen. Und dieses Gerät ist ja grundsätzlich erstmal kompatibel zu dem 1200. Genau. Wo sind denn die Unterschiede?
Es ist an sich der gleiche Rechner, nur ist er stärker, schneller, hat einen schnelleren Prozessor, ist wie ein PC aufrüstbar mit Steckkarten. Da ist auch ein 32-Bit-Bus drin. Man kann also Grafikkarten reintun, MPEG-Karten, alles Mögliche, wie in einem PC. Das heißt also, ich kann mit diesem Gerät vielleicht etwas professioneller arbeiten. Steht der dann auch irgendwo in Studios oder wo auch immer? Der steht sehr verstärkt in Fernsehstudios für Bildbearbeitung, Videobearbeitung und so weiter. Und auch im Multimedia-Bereich, im professionellen, kann man damit hervorragend arbeiten. Beide Geräte sind ja Genlog-fähig, das heißt, ich kann sie extern synchronisieren mit externen Bildquellen. Genau. Heißt aber auch, ich kann auch mit dem Kleinen zum Beispiel zu Hause schon meine Videofilme schneiden mit einer Zusatzhardware. Genau, das ist auch ganz einfach, ist auch preisgünstig. Sie können zu Hause mit ihrem A1200 Videoschnitt machen. Irgendwo, meine ich, bin ich froh, dass es diese Geräte wieder gibt. Es wird wohl auch Weiterentwicklungen geben im Laufe des nächsten Jahres. Ich denke, wir werden dann noch voneinander hören und vielleicht auch noch uns noch mal sehen mit neuen Geräten, neuen Produkten. Ich will nur mal kurz sagen, dass wir auf der Kölner Messe vertreten sind und dass es auf der World of Amiga 95 auch wieder Amigas zu sehen gibt. Das ist ein guter Hinweis. Schönen Dank, dass Sie bei uns waren. Commodore, unter diesem Namen wird es in Zukunft auch PCs geben. Und wenn wir uns das hier ansehen, das sieht also wirklich so aus, als hätten die von dem Amiga gelernt, Multimedia-Geräte. Und wir haben dazu ein Keyboard, das kann man anschließen, eine Tastatur mit eingebauten Lautsprechern, Lautstärkeregler und Mikrofon und so weiter. Das ist also auch eine neue Richtung, aber dazu gibt es sicherlich noch viel mehr zu erzählen. Wir haben jemanden im Studio, den man gar nicht so auf dem Fernsehen sieht, und Wolfgang Back unterhält sich mit ihm. Zu Gast bei uns im Studio Manfred Schmidt, Vorstandsvorsitzender der ESCOM AG. Sie haben Commodore gekauft. Viele fragten sich, warum? Warum haben Sie Commodore gekauft für 10 Millionen Dollar? Wir haben Commodore gekauft und Amiga gekauft, weil sowohl im Commodore-Amiga-Bereich die Marken sehr bekannt sind. Wir reden hier über einen Bekanntheitsgrad, der nach IBM der zweitgrößte in Europa ist. Und ein Markenimage aufzubauen mit dem Bekanntheitsgrad kostet sehr viel Geld. Das haben wir in dem Preis natürlich mitgekauft. Darüber hinaus haben wir mit Amiga ein Patentportfolio gekauft, was sehr substanziell und wertvoll ist. Somit haben wir nicht nur Commodore Amiga als Marke gekauft, sondern auch ein sehr großes Patentportfolio von Amiga und Commodore erworben. Könnte es auch sein, dass man so ein bisschen aus der Abhängigkeit von Intel und Microsoft mit diesem Produkt raus möchte, dass man ein anderes Standbein in die Welt setzen möchte? Also wir sehen Microsoft und Intel als gefährlich für den Gesamtmarkt, weil wir doch dort hier Monokulturen haben, die langfristig nicht förderlich für den gesamten Markt ist. Und wir gehen davon aus, dass wir mit der Amiga-Technologie eine Technologie besitzen, die ganz einfach in der Lage ist, hier andere Akzente setzen zu können in Zukunft. Soll denn in dem Amiga, der ja heute in seiner alten Form vorgestellt wird, soll denn da was Neues passieren? Sollen da neue Prozessoren rein? Soll da auch ein Konkurrenzprodukt gegen den PC entstehen, eventuell? Ja. Amiga 1200 und Amiga 4000 in der heutigen Form ist ein Produkt, was ja fast gar nicht renovierungsbedürftig ist, weil sie haben heute bei Amiga ein 32-Bit-Prinzipsystem, multitaskingfähig, was jetzt gerade bei Microsoft als Neuheit vorgestellt worden ist. Das ist bei Amiga schon seit 10 Jahren Standard. Ja, ja, Apple hat ja auch reagiert. Ja. Bei Windows 95 gab es ja diese Pressekonferenz, wo es dann hieß, Windows 95 gleich Apple 89. Ja. Auch der Amiga hat ja schon Feature drin, die wir heute bei Windows gerade anfangen zu lieben. Ja, das hieß in unserem Fall dann Amiga 85, Windows 95 gleich Amiga 85. Das heißt also, das Amiga-System ist schon 10 Jahre alt in der Form. Und was heute, wie gesagt, bei Windows als Neuheit angekündigt ist, bei uns schon ein alter Hut. Das heißt, ein echtes 32-Bit-Betriebssystem, multitaskingfähig, hat auch noch den Vorteil, dass sie das Gesamtsystem so integriert haben und aufs Betriebssystem abgestimmt haben, dass ja damals die Videochips, die Soundchips schon in dem Betriebssystem auch so entwickelt wurden, dass das mit möglichst wenig, sehr preiswert anzubieten ist. Wir haben ein Betriebssystem, was mit 512 Kilobyte auskommt, kann von der Floppy geladen werden. Das sind ja Werte, die sind ja traumhaft. Mittlerweile gibt es ja nur noch Megabyte und ja. Speicherwerte, die sind ja unglaublich, ja. 32 Megabyte. Ja. Vergleichbar Windows 95 brauchen Sie mindestens 8 MB. Unser Amiga 1200 läuft mit 2 MB, somit ist der Preis auch entsprechend niedrig.
Das heißt also, wir haben eigentlich ein Produkt, was Sie auch dann direkt an den Fernseher anschließen können. Sie brauchen keine extra Karte, wie Sie heute noch beim PC brauchen. Das heißt also, alles das sind Vorteile, die der PC nicht hat. Und wir sprechen hier einen Markt an, der unter 1000 Mark liegt. Wenn Sie heute einen Multimedia-PC sich angucken, sprechen Sie von Preisen über 2000 Mark. Wir sprechen hier ein Marktsegment an, wo Sie für den User ein Produkt haben, was Funktionalität hat, die einem Multimedia-PC entsprechen, aber kleiner 1000 Mark kostet. Und das ist mit Sicherheit für uns ein Riesenvorteil. Hat das auch ein bisschen die Zukunft ein bisschen damit zu tun, dass Sie jetzt auch Hagenuck gekauft haben mit seinen Telekommunikations-, mit den Telefonen quasi? Wird der Amiga irgendwo die Maschine sein, die auch telefonieren wird? Wird das die Heimmaschine sein, die ein Homebus benutzen wird, die irgendwelche Steuerungen machen wird in meinem Haushalt? Ja. Alarmanlagen steuern, den Kühlschrank steuern? Klar. Das ist mit Sicherheit die Idee, die dahinter steckt. Das heißt, wir gehen ja in Technologien, die heute dann auch schon da sind. Wir reden eigentlich bei Telekommunikation von einem neuen Standard, das ist der DECT-Standard. Der DECT-Standard ist eigentlich Wireless-Telefonieren, digital. Und mit dem DECT-Telefon integriert in einen PC oder integriert in einen Homecomputer sind Sie tatsächlich in der Lage, über ein Handy Ihre gesamte Hausanlage, Ihre gesamte Steuerung im Haus zu machen. Sie können damit Ihre Waschmaschine anschalten, Sie können damit Ihren Fernseher steuern, Sie können damit Ihre Heizung anstellen oder abstellen, Sie können damit Ihr ganzes Sicherheitssystem im Haus kontrollieren, Sie können das Produkt nehmen, vom Auto aus telefonieren, Sie können im Prinzip den ganzen Bereich machen, um von einem Steuerungsinstrument dieses eben einstellen zu können. Und das muss so sein, denn wir reden in Zukunft davon von einem Home-Server und der Home-Server steuert dann die ganze Umgebung im Heim. So sehen wir das, ja. Wie realistisch sehen Sie das denn gegen diesen Moloch Intel, Microsoft nun anzugehen mit einem Produkt, was sich ja nun jetzt erstmal wieder neu seinen Platz schaffen muss? Gut, wir sind bei Eskom natürlich auch mit Intel und Microsoft sehr eng liiert. Wir haben da keine Feindschaften, ganz im Gegenteil. Wir sind einer der größten Abnehmer von Intel und Microsoft in Europa. Aber wir sind trotzdem der Meinung, dass wir hier in Deutschland und wir sind eine deutsche Firma, die dann auch eine Technologie besitzt, die substanziell ist, um auch gegen Microsoft und Intel gewisse Aktionen zu unternehmen, um dann entweder in der Lage zu sein, die anderen Hersteller eben etwas flexibler zu machen oder eben Produkte herauszufinden, die im Prinzip anders sind wie Intel. Wir wollen nicht gegen Intel und Microsoft nur konkurrieren. Wir sind der Meinung, dass der Intel und der Microsoft Produkte hat, die mehr in den Office-Bereich gehen, auch von der Anlage des Produktes. Und wir sind aber der Meinung, dass der Markt eben mehr in den Home-Bereich geht. Und da sind wir mit Amiga von der Technologie Video, Sound, Telekommunikation besser aufgestellt von der Technologie als heute ein Intel-Microsoft-basierendes System. Vielen Dank. Ich glaube, es werden sich einige freuen. Einige, die lange Zeit darren mussten. Das sind die alten Amiga-Besitzer. Es gibt wieder neuen Aufschwung und auch wir werden in der Sendung sicherlich öfter über Amiga-Produkte berichten. Da ist er wieder, dieser Kartenzwerg, den wir schon anfangs der Sendung hatten. Ich stecke mal hier eine Telefonkarte hinein, schauen Sie auf den Bildschirm, zack, da ist die Information. Ich nehme sie wieder raus, nehme eine andere Karte, das ist so eine nachgemachte Krankenkarte, stecke sie da rein, zack, da steht Information drauf. Ja, dieser Kartenzwerg ist eigentlich dafür gedacht, dass man ihn mitnehmen kann, vielleicht an ein Notebook ankleben kann oder so etwas. Das kleinste Gerät in dieser Richtung, was es gibt. Ich habe noch etwas, ein sogenanntes Kartenterminal, so sieht das aus. Und auch das, gar nicht sehr groß, aber etwas stabiler gebaut, das steht also allein. Auch das kann das Gleiche. Ich stecke da mal eine Karte rein und Sie sehen auf dem Bildschirm wieder, jetzt wird gelesen, da haben wir die Informationen von dieser Karte. Ich kann also jetzt mal sehen, wie viel Geld ich noch vertelefonieren kann oder hier. Und jetzt auch wieder eine Krankenkarte, allerdings eine getürkte. Sie werden es erkennen, da steht unten ein lieber Gruß an den eigenen Doktor. Ja, nun, das ist nichts Neues. Die Sachen sind viel kleiner geworden, schöner vom Handling her. Es gibt Programme, mit denen kann man jetzt diese Karten auch editieren. Das zeige ich Ihnen nicht. Dazu kann man zu viel Blödsinn damit machen. Aber es gibt etwas ganz Neues, das haben wir auch schon gesagt. Und zwar eine GSM-Software. Damit bin ich in der Lage, GSM-Karten zu lesen. Das heißt, also zum Beispiel D-Netz-Karten. Ich stecke die Karte hier rein, gehe hier auf die Option Karte lesen. Jetzt wird die Karte ausgelesen. Dauert einen kleinen Moment, ähnlich wie vorhin schon bei dem Telefon. Und jetzt bekomme ich die auf der Karte gespeicherten Informationen. Die kann ich also jetzt editieren, kann also hier etwas ändern im Text oder in der Rufnummer. Ich habe auch die Möglichkeit, neue Karten hinzuzufügen oder auf der linken Seite des Bildschirmes mir irgendetwas auszusuchen und das dann herüber zu kopieren auf die andere Karte. Kann damit also Dinge im Grunde genommen zusammenstellen aus einem
sagen wir, Notizbuch, Telefonnotizbuch auf dem Rechner dann auf Karten kopieren. Das geht sehr einfach und zum Teil sogar automatisch, ohne dass ich noch etwas Großes dazu tun muss. Was man noch machen kann, hier sind Speicher drauf auf diesen GSM-Karten. Und diese Speicher, die kann ich so als Textspeicher, als SMS-Speicher oder auch als Telefon-Rufnummernspeicher verwenden. Und da muss man sagen, das ist mit diesem Gerät möglich, mit dem Telefon nicht, damit kann ich keine Karten programmieren, wohl aber mit diesem Kartenterminal. Ganz neu auf dem Markt, natürlich wie immer bei uns drin, aber Zeit kommt Zeit der Rausschmeißer. Am Ende der Sendung, sag mal, mit deiner Krankenkarte, die hast du selbst geändert, bist zum Doktor gegangen, stand drauf, hallo Doc. Ja, und der hat sich gewundert? Ja, sehr, ja. So, machen Sie sich bereit für das nächste Jahr, da kommen wir 2 Stunden später, sonntags 12.15 Uhr. 10 ist unser neuer Sendetermin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Diesmal behalte ich einen Atari über. Ein Atari und ich bin Amiga. Tschüss, bis zum nächsten Mal.